100 Jahre Gerechtigkeit. Die Buchpräsentation zum Bestandsjubiläum der Arbeiterkammer Steiermark hat ihre Tour beendet. 10 steirische Regionen, rund 1000 Besucher. Eine erfolgreiche Bilanz. Herausgegeben vom Chef für Recht und Sozialpolitik Werner Anzenberger, der Leiterin des AK-Archivs Anja Grabuschnik und dem Historiker Heimo Halbreiner, blickt das Buch zurück auf die Errungenschaften, beleuchtet aber auch die Krisenjahre. Ja, wir haben diese Buchpräsentationen zum Anlass genommen, den Menschen wieder einmal näher zu bringen, wofür eine Arbeiterkammer, wofür eine Gewerkschaft tatsächlich stehen. Wir haben uns schon auch sehr, sehr kritisch selbst beobachtet. Und wir haben schon ganz klar aufgezeigt, dass ohne unsere Partner, insbesondere in der Sozialpartnerschaft, das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Wir haben insgesamt ca. 5 Jahre an diesem Buchprojekt gearbeitet, weil die Geschichte der Arbeiterkammer Steiermark in der Zweiten Republik ist so noch nie geschrieben worden. Und das heißt, dass wir sehr, sehr viel Recherche betrieben haben. Wir waren im Staatsarchiv, im Landesarchiv, wir waren im Grazer Stadtarchiv, aber wir haben auch viele Materialien von unserem eigenen AK-Archiv verwendet. Es war uns wichtig, alle mit einzubeziehen, weil Arbeiterkammer ist so vielfältig. Wir haben die wirtschaftlichen, die juristischen Interessen der Arbeitnehmerinnen zu vertreten. Wir haben die kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen zu vertreten. Wir haben gesagt, aus allen Bereichen müssen die Informationen für dieses Buch einfließen. Die Buchtour war für mich persönlich sehr, sehr spannend. Wir hatten die Möglichkeit, in die Regionen zu fahren und dort haben wir unzählige inspirierende Menschen kennengelernt und hatten auch die Möglichkeit und die Chance, uns für ihren Einsatz zu bedanken. Das waren zum Beispiel viele Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre. Und das hat einfach auch nur gezeigt, dass wir gemeinsam etwas erreichen können für die Zukunft weiterhin.